Hi ho, hi ho. Sind wir alle froh? Wir basteln hier gerade an einer Raumstation, die wir in einen hohen Orbit um Kerbin schicken wollen, damit wir dort ein mobiles Forschungslabor haben, nämlich dieses Modul hier, ne, wo wir schon auch mal ein paar Wissenschaftspunkte generieren können. Okay, ob das ich. Ehrlich gesagt bin ich mir noch gar nicht sicher, wo genau diese Station denn jetzt rumschwirren soll. Ob das jetzt hier ein hoher Kerbin-Orbit ist oder ob wir vielleicht sogar das irgendwo anders hinschicken, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich nenne das mal eben ganz kurz hier mit einem passenden Namen: Station V0. V01. So. Pump, mal kurz speichern. So, dann können wir auf jeden Fall später immer noch gucken, was wir denn da genau mit anstellen. Also es ist halt auf jeden Fall gut, eine Station zu haben, ne? Ja. Gut, wir haben hier auf jeden Fall Docking-Ports. Und bei den Docking-Ports ist es immer ganz hilfreich, wenn man die beleuchtet. Huch. So. Dann kann man nämlich ein bisschen, es ist leichter da anzudocken. Überhaupt ist eine Beleuchtung auf jeden Fall ganz sinnvoll. Hier an so einer Station. Deswegen will ich da jetzt auch nicht dran sparen, aber so, das musst du ja eigentlich schon hinhauen, ne? Gut. Ja. Warum das auch sinnvoll ist, so eine Station zu bauen? Sorry, war kurz abgelenkt. Warum es auch sinnvoll ist, so eine Station zu bauen? Ich kann jetzt zum Beispiel diese Station in Orbit schicken, um, was weiß ich, meinetwegen Duna. Und dann kann ich da nämlich beispielsweise dann, das ist halt dann eine Zwischenstation, wo ich dann vorbeischauen kann und muss nicht jedes Mal eine Mission planen, die dann tatsächlich auch so schon von sich aus auf Duna landen kann und wieder zurückfliegen kann, sondern ich kann zum Beispiel einfach diese Station in Orbit um Duna schicken und kann dann ein weiteres Raumschiff bauen, das meinetwegen mit besonders effizienten Antrieben ausgestattet ist und deswegen halt pendeln kann zwischen der Station und der Community-Station hier auch, über Kerbin. Und dann kann ich noch ein weiteres Raumschiff bauen, das halt dann hier zu der Station gebracht wird und als sogenannter Skycrane funktioniert, also in der Lage ist, Dinge wie zum Beispiel Rover und so auf der Oberfläche dann abzuladen und wieder zurück zur Station zu fliegen. Also es ist halt im Grunde genommen tatsächlich eine mobile Operationsbasis, von wo aus man dann eben auch weitere Dinge unternehmen kann und man erhöht damit die Reichweite enorm auf jeden Fall. So, ich brauche auf jeden Fall Batterien. Da nehme ich mal hier die hier und hier. Ja, die haben jetzt hier 400 Charge, die haben natürlich 1000. Das ist günstiger, so ein Ding zu nehmen, aber das passt hier nicht dran, dass es schöner aussieht. Nicht, dass das jetzt irgendwie der Maßstab wäre, schön auszusehen. Aber, na doch schon. Ein bisschen gut soll hier natürlich das auch sein. So, Leiter brauchen wir nicht. Wir sind im Weltraum. Räder braucht man im Weltraum auch nicht. Fallschirme brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also Dockingports haben wir schon. Wir brauchen auf jeden Fall Solarpaneele. Und da würde ich aber gar nicht mehr hier diese kleinen Dinger nehmen, sondern direkt hier so ein großes hier so dran bauen. Ne? Das ist ja hier so. Zack. Dann haben wir zwei große da dran. Hier ist natürlich ungünstig, das dran zu bauen, weil hier der Dockingport ist. Aber hier, wenn wir da so eine große Fläche haben, dann wird das schon reichen. Ja. Gut. Solarpaneele. Hitchhiker Storage Container. Brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich, weil wir hier schon zwei Plätze drin haben. Hier haben wir drei Plätze drin. Damit können wir auf jeden Fall ordentlich durch die
durch die Gegend düsen. Thermometer brauchen wir nicht, Barometer brauchen wir nicht. Ja gut, ein Kommunikationsgerät wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo baue ich das denn dran hier? Hier vorne auf dieser Seite? Hier. Auch nur eins, bitte. So. Das wird ja wohl reichen. Wahrscheinlich würde man aber in Wirklichkeit auch... Nee, ist schon gut so. So. Hier, aerodynamische Teile brauchen wir nicht wirklich im Weltraum. Docking Struts sind auf jeden Fall noch sinnvoll, denn wenn ich hier irgendwo, wenn ich hier andocken möchte, dann kann ich mich hier dran verbinden und ist das Ganze ein bisschen stabiler, weil diese Docking Ports sind manchmal doch recht wackelig. Und dementsprechend werde ich die auch hier unten dran bauen noch. So. Genau. Das passt schon. Sehr gut. Ja. Das sieht eigentlich nach einer vernünftigen Station aus, ne? Würde ich mal sagen. Wir haben eine Energieversorgung hier. Wir haben die Möglichkeit, kleine Thruster zu benutzen. Ach so. Eventuell für... Es könnte sinnvoll sein, wenn wir noch so kleine... Antriebe hier an den Seiten anbauen. So, da und da. Genau, dann können wir das nämlich noch benutzen, falls wir doch noch mal irgendwie eine größere Distanz zurücklegen müssen. Ja gut, wird aber wahrscheinlich hoffentlich zumindest nicht nötig werden. Gut. Warte mal, hier, dahin, nach unten. Da so hin. Danke. Sehr gut. Nochmal gucken, habe ich auch wirklich nichts vergessen. Ich habe was zum Kontrollieren von diesem ganzen Gedöns. Ich habe Antrieb, ich habe hier sogar einen Tank, den ich eigentlich auch gar nicht erstmal benutzen will. Dann habe ich diese Tanks für die RCS-Düsen. Dann habe ich natürlich die RCS-Düsen. Ich habe ein SAS-System hier in der Mitte. Ich habe Structural, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe Energie, ja, Energieversorgung hier, ne? Hier, dann der Fallschirm und sowas brauche ich alles nicht. Räder brauche ich auch nicht, Leitern auch nicht. Das ist alles Quatsch. Docking Pods habe ich natürlich. Science, da habe ich das Labor. Dann habe ich ein Kommunikationsgerät. Das war's eigentlich, ne? Ja. Fump. Nee, ist natürlich doof, so mache ich das nicht. Ich muss den Antrieb extra bauen. Dann kommt jetzt hier halt der Antrieb hin. Ja, krass. Bin ich doch überrascht, dass das jetzt schon so... Ich habe immer das Gefühl, dass mir noch irgendwas fehlt, aber das tut's, glaube ich, nicht. Gut. Dann kommt hier natürlich so ein Absprengring an, dran. Das ist ein bisschen klein. Ja, du bist von der richtigen Größe. Hat keinen Fuel Crossfeed, genau, hier, da steht's. Ist ganz gut, weil ich ja hier diesen Treibstoff noch nicht benutzen möchte am Anfang. Dann brauche ich. Was ist denn hier? Achso, das sind die kleinen. Also was heißt die kleinen? Das sind die neuen Booster. Das sind im Grunde genommen auch Booster hier. So, Fump. Wir brauchen jede Menge Antrieb. Es wird eine riesige Rakete, ich weiß, ich. Muss dann ein bisschen noch rumprobieren, ob ich das wirklich so hochkriege oder ob ich da noch ein bisschen was dran ändern muss. Das kann ich am Anfang auch immer schlecht abschätzen, aber wir werden hier noch ein paar Stack-Decoupler dran bauen. So. Und noch weitere. Tanks. Mit tollen Thrustern hier, 1500, das ist das, was wir hier maximal rausholen können im Moment. So, die haben so viel Schub, dass die hier die Coupler zerreißen können, deswegen brauche ich da noch hier diese Stützen. Ach, das
das doch mal aus. Das irritiert mich hier die ganze Zeit. So. Na, wenn das nicht hält. gut, dann brauchen wir hier natürlich, baue ich das hier noch dran, damit wir schön starten können. Dann brauche ich Sekunde. So. Dann ist das nicht mehr so ganz so hoch, aber die sind ja sowieso unendlich stabil. Dann brauche ich auf jeden Fall die Fuel Ducts. So. Und die muss ich jetzt natürlich einzeln dran knallen. Nee. Das will ich anders machen. Ich will die hier seitlich dran packen. So. Und der kann jetzt hier neben der Stütze. So. Zack. Zack. Und der wieder hoch. Nee. Da dran. Sehr gut. Dann muss ich jetzt hier natürlich noch das Staging ein bisschen anpassen. Also erstmal können die hier da alle gleichzeitig zünden. Gut, dann brauche ich welche sind's? Doch, das war schon richtig, ne? Der hier. Der muss zünden und dann muss der hier auch zünden. Das ist die richtigen? Ja, die beiden, genau. Dann müssen diese beiden hier zünden. Oh. So, und dann müssten die beiden, das sind diese hier, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ganz zum Schluss passiert das hier, ne? Dann wird das hier losgemacht, die können gezündet werden. Bin ich mal gespannt, ob das fliegt. Sieht aber schon mal nach einer großen Rakete aus. Ja, ja. So, testen wir doch mal. Da sind jetzt auf jeden Fall auch jede Menge Kerbals an Bord. Das ist ja die. Ich teste ja nur, ob ich damit überhaupt hochkomme. Und dann gucken wir mal, wo wir damit hinfliegen können. Und da bleiben wir dann einfach, würde ich vorschlagen. Ah, Nase juckt. So. So, hier, Bob Kerman ist auch wieder mit an Bord. Es wackelt ein bisschen. SAS machen wir an. Und dann auf geht's, würde ich sagen, was? Ja, ja. Oh, die überhitzen ein bisschen, das ist aber kein Problem. 2 Kilometer in Höhe muss ich schon die erste Phase hier abwerfen. Kann sogar schon mal ein ganz kleines bisschen eindrehen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Beschleunigung sieht aber noch ganz gut aus. Die Frage ist nur, ob wir später auch noch die Beschleunigung haben, wenn wir nur noch einen Antrieb da haben. So. Drehen wir mal noch weiter ein. Ja, nicht so schief fliegen. Oh, das ist eine Friemelarbeit. Okay, ich denke, in Orbit kommen wir damit aber sogar schon. Die Frage ist jetzt. Gucken
Gucken wir mal besser von hier aus. So, ich drehe hier immer so ein bisschen nach unten weg. Das ist nicht so schön. Die würden wir, würde ich gerne auf 70 Kilometer bringen. Mindestens. Bevor ich mich hier noch weiter reindrehe. Zumal wir jetzt ja schon gegen die Anziehungskraft hier viel zu weit beschleunigen müssen. 80 Kilometer werde ich, glaube ich, anpeilen. Und dann führe ich da das weitere Manöver aus. So. Oder. Ja, doch. Schon mal drehen. So, herzlichen Glückwunsch. Wir sind außerhalb der Atmosphäre. Ich fange schon mal an zu beschleunigen. Es wird nämlich ein langer Burn werden. Wie funktioniert das denn wohl? Funktioniert es überhaupt? Und wenn ja, warum? Gebe noch Gas, ne? Ja. Bisschen mehr Richtung Horizont, bitte. Gib dir doch mal Mühe hier. Okay, wir erreichen auf jeden Fall einen Orbit mit dem Treibstoff, den wir da jetzt so haben bisher. Und zwar sogar einen relativ hohen Orbit. Wir können ja jetzt sogar noch ein bisschen weiter burnen. Also so 200... Ja. Kilometer kriegen wir hin. 200 Kilometer Orbit. Und zwar einen kreisförmigen 200 Kilometer Orbit. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir denn überhaupt jetzt mit der Station? Da ist Duna, da ist Jepp. Ich denke, ich werde das sogar direkt so lassen. Ich lasse das so einfach. Wo ist er hier? Wo ist er denn? Ich lasse das so. Das ist super. Ich werde hier einen schönen 200 Kilometer Orbit versuchen zu erreichen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben wir hier, also wir brauchen auf jeden Fall auf die Dauer, also mehrere von den Stationen. Und dann haben wir hier um Kerbin, ja, vielleicht sogar 250 Kilometer. Mal gucken, wie der Sprit hier reicht. Das versuche ich mal. Ich lasse das jetzt einfach so. Ich werde es nicht zurücksetzen, sondern einfach so nehmen, wie es jetzt gekommen ist. Weil ich ganz zufrieden damit bin eigentlich. Dann haben wir hier eine Raumstation um Kerbin, wo wir halt auch ein paar Wissenschaftsdaten und so sammeln können zwischendurch, dass wir halt nicht immer direkt von Kerbin starten können, sondern vielleicht können wir dann hier an der Station eine Fähre, also eine wirkliche Fähre einrichten, die hier zu den Monden fliegen kann und so. Ui, das wird natürlich super. Prinzipiell eine ganz gute Sache. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Kerbal Space Program. Bis dann, macht's gut.